Von O bis O lautet die Devise beim Räderwechsel. Und im Oktober angekommen, sollten wir uns natürlich jetzt mal Gedanken darüber machen, wie das mit dem Räderwechsel vonstatten läuft. Haben Sie schon mal gefragt in der Werkstatt, was das A kostet und wann B der nächste freie Termin wäre? Da kriegt man noch gleich ein ungutes Gefühl und ärgert sich, dass Sie warten müssen und dann auch noch so tief in die Tasche greifen sollten. Deshalb möchten wir Ihnen heute eine Variante vorstellen, wie Sie das eben ganz einfach selbst machen können. Nicht nur bei Ihrem Fahrzeug, sondern auch bei den Liebsten. Und das spielen gleich drei. Wir sind gespannt. Ja, und zwar mit Profi-Equipment. Räderwechsel steht an, ganz klar. Mittlerweile ist es nicht mehr freiwillig, Winterreifen oder Räder drauf zu machen, sondern es ist Pflicht. Wer erwischt wird mit Sommerreifen im Winter, muss ein Bußgeld bezahlen. Wenn es einen Unfall gibt, dann kann sogar sein, dass die Versicherung nicht zahlt. Also machen wir Winterreifen drauf. Wenn ich jetzt mal sage, Reifen und Räder, es sind immer Räder gemeint. Der Reifenwechsel, das kann nur ein Fachgeschäft, aber das ist so Umgangssprache. Also Sie wissen immer, was gemeint ist. Jetzt erstes Problem, Wagenheber. Da erinnern Sie sich vielleicht an diese Handkurbeln von früher. Ja, und das war immer eine wackelige Sache. Da habe ich jetzt einen Wagenheber für Sie, der das Kinder einfach macht. Und auch das ist natürlich Profi-Equipment. Einfach aufmachen und Sie sehen, so sieht der Wagenheber aus. Das ist ein elektrischer Wagenheber, den ich aber auch unterwegs benutzen kann, also ohne Steckdose, weil der wird über 12 Volt betrieben. Und damit fangen wir jetzt mal an. Wir setzen ihn an und ich wechsle jetzt mal das vordere rechte Rad, ja, beziehungsweise ja, das Komplettrad. Und dann muss ich natürlich vorne schauen, wo kann ich ansetzen. Und jetzt habe ich natürlich eine Helferin, die Vivian. Wir sehen ein langes Kabel und 12 Volt Anschluss. Und den kannst du jetzt schon mal anschließen, Zündung anmachen, genau, den rein. So, und jetzt setze ich meinen Wagenheber an und der hat auch, das ist auch ganz wichtig, eine große Stellfläche, eine L-Form, das heißt, die steht ganz sicher. Sie schauen bitte, dass es richtig positioniert ist. Es gibt an jedem Auto und an jeder Achse auch hier verstärkte Bleche, wo man den Wagenheber ansetzt. Einfach jetzt hier genau drunter und jetzt brauche ich nur noch das hier machen, das hier nehmen und schauen Sie mal, jetzt kontrolliere ich, dass es richtig angesetzt ist. So, es ist richtig angesetzt und alles andere ist jetzt ein Kinderspiel. Hier, ich drücke nur drauf, könnt jetzt einen Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen, das könnte auch Vivian machen, ohne Probleme. Und Sie sehen, bis zu 34 cm Höhe wird das jetzt gehoben. Das geht bei Autos bis zu 2 Tonnen Gesamtgewicht. Also die Tragelast von unserem Wagenheber liegt bei 750 Kilo. Aber da ich ja nur eine Achse bzw. eine Seite hochhalte, kann das Gesamtgewicht hier gerne 2 Tonnen sein. Also für jedes Mittelklasse- oder Kleinwagen ist das bestens geeignet. So, wenn der Reifen frei ist, dann kann ich arbeiten. Aber das jetzt ohne Anstrengung und vor allem auch, ich muss keine Angst haben. Das steht stabil. Das ist zu 100% stabil. Ich habe unten diese L-Form gezeigt. Und Vivian, findest du, dass das anstrengend aussieht? Überhaupt nicht. Übrigens habe ich den elektrischen Wagen lieber selbst mit dem Kollegen Andreas letztens mal ausprobiert. Denn da ist mir eine Reifenpanne passiert. Und da kam der Andreas als Retter zur Seite und hat genau mit diesem elektrischen Wagenheber auch mein großes Auto wirklich in Windeseile gehoben. Und ich kann mich dann noch an dieses Kurbeln und Kordeln, was man normalerweise macht, erinnern. Das ist wesentlich unkompliziert. Und das auch noch für 73,10 Euro. Toll. Also ich hatte früher einen Wagenheber im Auto, der war also überall praktisch als Zubehör mit beim Liefer- und Service. Da hatte unten so einen Fuß, der war ein bisschen größer als ein Ei. Und wenn du da einen Reifen wechseln musstest, erstmal die Handkurbel, das war sehr unsicher. Und du hattest immer das Gefühl, jetzt kippt jeden Moment dein Auto von vom Wagenheber runter. Und solange die Räder noch drauf sind, ist es kein Problem. Kann auch ruhig mal runterkippen, nur den Fuß nicht runterkriegen. Aber sonst wäre es ein Problem, dann geht nämlich das ganze Auto kaputt. Hier, das steht stabil, es ist super locker. Nochmal, Ihr Auto darf bis 2 Tonnen haben. Das kann also auch gerne eine Mittelklasse sein. Ja, also 2 Tonnen ist ein mächtiges Gewicht. Tragkraft hier, wie gesagt, 750 Kilo. Und jetzt kann ich auch größere Reifen, ja, auch die 17 Zoll Räder oder so, ist kein Problem, weil ich habe ja 34 Zentimeter Hubweg, den ich hier nach oben fahre. Und das ist jetzt wirklich mal eine Menge von 11 Zentimetern. Das ist die unterste Stufe. Aber damit wird Reifen
Reifenwechsel wirklich problemlos, Räderwechsel wirklich für jeden problemlos. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist, dass Sie den verstärkten Teil an der Karosserie nutzen, um den Wagenheber anzusetzen. Aber der ist deutlich gekennzeichnet, da ist nämlich das Metall noch mal wesentlich stärker und genau dort muss ich den Wagenheber ansetzen. Guck mal, so hoch brauchst du gar nicht, aber du kannst es natürlich. Und das finde ich ist wirklich klasse. Also dieser Komfort hier mit diesem elektrischen Wagenheber, der macht sich natürlich vor allem dann bezahlt, wenn es eben nicht um diese klassische Reifenpfanne geht, die Ralf zum Beispiel eben angesprochen hat oder auch ich in meinem Fall, gerade natürlich jetzt zum Räderwechsel, ist das einfach ein Komfort für Sie. Sie haben gesehen, der Ralf hatte mehr Anstrengungen beim Sprechen, als den Wagen anzuheben. Und dann auch noch für so große Fahrzeuge toll geeignet. Für 73,10 Euro. Ralf, sag mal, ist denn da das tolle Köfferchen auch schon mit dabei? Richtig, also das ist, dass du es auch wirklich mitnehmen kannst im Kofferraum, ist hier genau so mit dabei. Alles, was man braucht, sogar da ist eine Sicherung drin, falls mal ein Notfall passiert, eine Sicherung durchbrennt, Ersatzsicherungen sind auch drin, aber das ist dann klein und komfortabel, weil größer als so ist es nicht, im Kofferraum oder in ihrer Werkstatt oder Garage und wenn es dann zum Räderwechsel kommt, hoffentlich nur von Winter auf Sommerrädern und umgekehrt, dann haben Sie den. Wenn natürlich auch mal man Angst hat, dass man unterwegs mal eine Reifenpanne hat, ja, was ja auch sein kann, dann muss man vielleicht unterwegs mal ein Rad wechseln und dann ist es natürlich gut, wenn ich den im Kofferraum habe. Deshalb greifen Sie jetzt so mit der NX 5576. Ich übrigens im Alter einer Tochter oder auch eines Enkelchen kann wirklich nur sagen, dass sich auch Kinder sehr darüber freuen, wenn sie dann zum Beispiel sagen, hör mal, kommt doch einfach zu mir zum Räderwechsel, ich mache das für euch. Also auch das ist eine ganz, ganz tolle Art und Weise, die Kinder wieder zu sich nach Hause zu bringen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch mich einladen zum Räderwechsel. Bestellnummer NX 5576569. Mit dem elektrischen Wagenheber geht das ja so einfach. Da können sie das ja hier wie am Fließband machen. Wir zeigen Ihnen ein weiteres Element, das beim Radwechsel nicht fehlen darf, Radmutterschlüssel. Richtig, früher war so ein Radkreuz im Zubehör und mit dem Radkreuz hatte man immer wenig Hebel und es war sehr anstrengend, damit Radmuttern zu lösen. Hier haben wir einen Teleskopschlüssel. Sie sehen, der sieht so klein und handlich aus, so werden wir ihn auch nutzen können. Hat hier jetzt 35 cm Länge, aber weil da ein enormer Kraftaufwand ist, brauchst du einen Hebel. Und den haben wir, indem ich hier einfach verlängere, du siehst, bis 53 cm. Und das ist jetzt für alle Radmuttern. Wir haben die Nüsse dabei, 17, 19, 21 und 23 mm, also für alles Übliche. Unser Peugeot hat 17er. Und jetzt ist was ganz wichtig. Ich öffne jetzt mal die Radmuttern. Und jeder, der das schon mal probiert hat, weiß, es geht am Anfang unglaublich schwer. Wer weiß, wie lange die schon zu waren. Und deshalb probiert man es oftmals mit einfachem Druck. Und das geht eigentlich nicht. Sie müssen den ersten Millimeter ruckartig machen und dann geht der Rest wie von selbst, dann können wir es auch wieder kürzer machen, aber hier als Teleskop mit 53 Zentimetern ist das wirklich ein Spiel. Ich setze mal an und wenn ich jetzt drücke hier, ja, dann passiert gar nichts. Ja, wir müssen übrigens einen Gang einlegen, oh nee, es hält jetzt kommt's. Schau mal, da passiert gar nichts. Mhm. Wenn ich jetzt aber einmal kurz mit ruck, dann habe ich es offen. Siehst du? Jetzt ist es offen und jetzt kann ich die Radmutter ganz einfach lösen. Siehst du, die ist gelöst. Dann natürlich rausdrehen. Hier wieder das Gleiche. Wenn ich drücke, passiert gar nichts. Mit Wucht einmal, dann ist es offen. Und so jetzt alle vier. Und das ist eben Profi-Werkzeug. So arbeiten die Profis. Wichtig ist der lange Hebel hier. Über 50 cm. Und dann ist es keine Kraft, es ist Technikfrage. Der erste Ruck muss, der erste Millimeter muss ruckartig gemacht werden. Der Rest ist ein Kinderspiel. Es ist jetzt auch keine Kraftfrage oder Technikfrage zu wissen, dass 7,55 Euro ein Spitzen-TV-Sonderpreis ist, den Sie hier bekommen. Deshalb greifen Sie zu mit der Bestellnummer NX 9567569. Viele Zuschauer haben schon zugegriffen. Wollen Sie wissen, was die darüber denken? Schauen wir uns kurz die Kundenbewertung an, denn wir haben hier eine super Kundenbewertung bereits bekommen. Deshalb heißt es da wirklich zugreifen mit der NX 9567569. Hier 5 von 5 Sterne und mit 7,55 Euro auch absolut zu Recht als sehr preiswert bewertet. Wir machen weiter für Sie und zeigen Ihnen natürlich alles rund ums Thema Räderwechsel und zeigen Ihnen jetzt ein Profi-Drehmomentschlüssel. Ralf, ich habe
das gegoogelt. Ich wollte einen eigenen haben. Keiner unter 40 Euro. Ja, ich habe auch schon welche für 200 Euro gesehen. Also hier haben wir einen wie die Profis. Und zwar Drehmomentschlüssel ist deshalb wichtig, weil ich die Schrauben, die Muttern am Rad besonders festmachen muss. Aber da ist immer so ein Risiko, sie zu überdrehen und damit den ganzen, das Ganze kaputt zu machen. Also ganz wichtig ist eine Gratwanderung. Zu locker dürfen sie nicht sein, zu fest auch nicht, da gehen sie kaputt. Und deshalb gibt es von jedem Hersteller praktisch eine Empfehlung. Beim Peugeot, habe ich mal geschaut, sind das 100 Newtonmeter. Und das stelle ich hier ein. Da ist so eine Skalierung. Und jetzt rein. Und jetzt passen wir auf, was passiert, wenn ich zu viel Druck gebe. Weil jetzt werde ich die Räder oder die Muttern genauso festmachen, wie sie fest sein müssen. Ich habe wieder die 17er Nuss drauf. Da ist eine 17er und eine 19er mit drauf. Und jetzt gehe ich runter ans Rad. Ja? Und jetzt die zwei, die wir gerade aufgemacht haben, die machen wir jetzt wieder zu. Und zwar haben wir hier eine Ratschenfunktion. Du siehst es. Oh. So, und jetzt Achtung, jetzt ist es eigentlich schon fest. Aber noch nicht fest genug. Hör jetzt mal. Hast du das gehört? Das Knacken? Genau, da dreht es durch, da sind die 100 Newtonmeter hier erreicht. Das heißt, die ist jetzt genau richtig und ich habe sie nicht überdreht. Die nächste, die wir locker gemacht haben. So, Achtung, jetzt ist es eigentlich fest. Jetzt gebe ich noch mal. Jetzt ist es richtig, genau. Und jetzt kontrollieren wir mal die, die wir gar nicht aufgemacht haben, ob die richtig sind. Der ist richtig. Boah. Und hier auch. Jawohl, siehst du, perfekt. Jetzt sind die Muttern genauso, wie sie sein müssen. Herrlich. Und das für 25,60 Euro. Nochmal, ich erzähle hier nichts vom Märchen und ich flunke auch nicht. Ich habe wirklich nachgeschaut, bei Amazon war das damals übrigens auch. Ich habe keinen unter 40 Euro gefunden. Und das ist übrigens auch das zum Beispiel, was unsere unverbindliche Preisempfehlung sagt. Ne? Das ist 25,60 Euro, ich habe mich auch für den entschieden. Das braucht man einfach auch gerne für die Enkelchen mitbestellen, falls die das noch nicht haben. Die Bestellnummer, die NX95-68569, hier oben für Sie eingeblendet, 25,60 Euro. TV-Sonderpreis. Da heißt es jetzt schnell sein Zugreifen. Hast du denn schon einen, Ralf? Was? Hier, so einen Drehmoment. Ja, selbstverständlich. Der ist bei mir immer dabei, weil ich habe so eine Seitenablage bei mir im Auto. Jetzt komme ich mal zu dir, weil jetzt haben wir ein Produkt, das wirklich hier für mich ein absoluter Hammer ist und in keinem Auto fehlen darf. Also ich zum Beispiel habe bei mir am Auto, und das haben alle Autos ab 2014 Baujahr, ein Reifenkontrollsystem. Das heißt, wenn bei dir Luft fehlt, bekommst du ganz einfach die Meldung. Entweder wenig oder viel Luftverlust und dann musst du schnellstmöglich, weil das blinkt ja die ganze Zeit, an eine Tankstelle fahren, Luft nachfüllen. Das kannst du jetzt auch problemlos alleine machen, und zwar zu Hause. Mit diesem Akkukompressor. Du siehst, sieht auch aus wie eine Pistole, ist sehr handlich und vor allem ist mit Akku betrieben. Ja? Das heißt, überhaupt keine Stromzufuhr notwendig, reinmachen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, du hörst es auch gleich, Luft zu pumpen. Freizeitmäßig Bälle aufpumpen, Fahrräder aufpumpen oder auch Luftmatratzen oder ähnliches. Aber was jetzt natürlich wichtig ist fürs Auto, ist hier oben ist auch ein Manometer drin. Und damit kann ich den Luftdruck einstellen. Und ich stelle den jetzt mal hier ein auf, Moment, ich muss nur kurz auf die Atü bzw. auf die Bar. Und den stelle ich jetzt mal bei unserem Peugeot auf 2,2 ein. Und jetzt kann ich gerade, wenn ich jetzt auch Winterreifen wieder aufträge, möchte ich sie ja kontrollieren. Oder wenn mir mal die Meldung bei meinem Auto sagt, es fehlt was, die kann ich jetzt korrigieren. Und zwar einfach ansetzen, passt genau auf den Reifen, draufdrücken und so. Sobald es voll ist, stoppt er auch. Ja? Also das ist toll. Wenn ich jetzt alle vier Räder komplett aufpumpen müsste, würde unter Umständen der Akku nicht reichen. Und deshalb haben wir hier so einen Ersatzakku dabei. Ist eigentlich kein Akku, sondern damit, und das schauen wir uns jetzt mal an, passt genau hier unten ins Akkufach. Guck mal, hier. Ja, einfach einmal raus. Und jetzt kannst du aber über die 12 Volt weitermachen. Das ist ja cool. Ja, also einmal Akku, aber wenn dann Not am Mann ist, der Akku mal nicht reicht, der reicht für 240 Liter Luft. Wenn der Akku nicht reicht, dann machst du einfach den Direktstromanschluss dran. Aber so bist du natürlich unglaublich flexibel und kannst hier arbeiten. Einmal hier eingestellt, bei Luftmatratzen oder ähnlichem brauche ich das natürlich nicht. Aber ansonsten beim Auto stelle ich das ein. Was hier auch sehr praktisch ist, ist hier hinten dieser schwarze Deckel.
Weil hier, guck mal, hier sind die Zusatzventile drin. Die sind einmal schon dabei. Die sind mit dabei. Super. Also was ich brauche für zum Beispiel, da gehen wir mal so ein bisschen schräg, da sehen Sie es, was ich brauche für Bälle oder auch für Luftmatratzen oder ähnliches. Fahrräder ist ja auch ein Riesenthema im Herbst. Ja? Und wenn da mal die Luft fehlt mit der Handpumpe, möchte ich das auch nicht mehr machen. Das machst du genauso mit diesem Akkuschrauber. Hier ganz einfach einzustellen in die Atü-Zahl. Und ich gehe jetzt mal auf 2,2 nochmal und jetzt gehen wir dann gerade mal kurz ans Auto und schauen mal, wie es bei uns mit der Luft ist. Aber mit dem Fahrrad ist es genauso. Wenn man keine Barzahl einstellt, dann macht man es gerade beim Fahrrad nach Gefühl. Ja? Du kennst ja das Daumendruck. Wenn ich weiß, wie viel reinpasst, dann macht man es natürlich genau mit der Einstellung. So, am Auto muss ich jetzt nur die Ventilkappe runter machen. Sie wissen, ich hoffe, die ist noch bei Ihnen. Und dann, ich habe jetzt 2,2 Bar eingestellt. Das ist bei unserem Peugeot jetzt der richtige Luftdruck. Und jetzt setze ich dann nur an. So, ganz einfach ansetzen. Bitte ganz durchdrücken, sonst haben wir so einen leichten Luftverlust. So, und jetzt zeigt er mir auch an, sobald ich draufgehe, was ich habe. Und er schaltet gleich ab. Das heißt, ich habe meine 2,2 Bar. Ja? Also, das ist perfekt hier, der ist voll und so bitte alle Reifen kontrollieren oder wenn es mir eben mal anzeigt, es fehlt irgendwo Luft, wenn Sie ein Auto haben, Nachbaujahr 2014, dann wird das angezeigt, dann kannst du ohne an die Tankstelle fahren, einfach mal kurz sagen, komm, ich fülle jetzt nach, dann hört auch diese Fehlermeldung auf, weil das nervt ja auch, das ist immer so ein rotes Blinken, Luftdruck kontrollieren und das kommt bei jedem Mal, wenn du losfährst, also einmal kurz hinstehen, das geht ja nur 10 Sekunden und Luft nachfüllen und fertig. Zumal man ja den Luftdruck einmal im Monat prüfen sollte. Muss ich ehrlich sagen, ich vergesse es immer. Ich nehme es mir immer vor, beim nächsten Mal, wenn ich tanken gehe, dann prüfe ich es aber. Oder habe ich es doch wieder vergessen oder war in der Eile. Übrigens geht es vielen Zuschauern ähnlich wie mir und deshalb haben schon viele zugegriffen und vor allem auch Bewertungen abgegeben. Als ausgezeichnet bewertet von unseren Kunden, hier sehen Sie es, mit einer 5 von 5 Sterne Bewertung, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Denn wir sind hier nicht bei 100, nicht bei 80, nicht bei 70 Euro, sondern lediglich bei 47,45 Euro unter 50 Euro TV-Sonderpreis gelandet. Und da dürfen Sie sich den Luxus eben auch gerne mal gönnen, mal nachzuschauen, an einem Sonntag, komplett in der Ruhe, wenn es Ihnen in den Sinn kommt oder wenn vor allem auch Kinder und Enkelchen kommen, die vielleicht auch schon ihr erstes Auto haben, die vielleicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dann einfach auch als hier verantwortungsbewusste Person Ihrerseits zu sagen, komm Schatzi, ich prüfe jetzt mal den Reifendruck, greifen Sie hierzu mit der NX 97 89 569 und sorgen Sie nicht nur für Ihre Sicherheit, sondern auch für die Ihrer Mitmenschen. Das Wichtige ist eben, dass da auch ein Manometer drin ist. Das heißt, du kannst wirklich den Reifendruck messen. Da wird er gerade eingestellt. Guck auf, also der weiß es beim Fahrrad, wie hoch der Druck sein muss. Und dann kannst du punktgenau aufpumpen oder sagen, ist alles in Ordnung. Wir müssen gar nicht mehr Luft geben. Und da siehst du, wie schnell das auch funktioniert. Draufbleiben oder wenn man ganz leer hat, dann geht es ja ein paar Minuten. Dann habe ich sogar eine Arretierung, wo ich festmachen kann. Dann brauche ich gar nicht dabei bleiben, weil Ausschaltung ist dann automatisch. Herrlich. Mit der Bestellnummer NX 97 89 569. Da ist die Akkukompressor-Luftpumpe für Reifen, für Fahrradreifen, für Autoreifen, für Bälle, für Luftmatratzen und Co. für 47,45 Euro und somit mit einer 53-prozentigen Preisersparnis zur UVP hier schon auf dem Weg zu Ihnen. Toll! Und vor allem super, wie schön einfach das mit dem Räderwechsel doch vonstatten laufen kann. Eins ist noch wichtig. Damals hat man doch die Räder mit Kreide markiert. Irgendwie war immer die Hälfte weg am Ende des Sommers. Ja, und man sollte natürlich die Räder wieder dort montieren, wo sie auch vorher drauf waren. Das liegt an einer leichten Unwucht und auch, wo sind die getriebenen Achsen und wo ist kein Antrieb. Und da haben wir so einen Radmerker. Das kommt jetzt einfach über das Ventil drüber und Sie sehen ganz einfach beschriftet und zwar VL, also vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und das natürlich viermal, weil zweimal komplett, also jeweils 4 Stück mal 2, weil wir haben ja normalerweise ein Auto 8-fach bereift. Das liest man immer, 4 Sommerreifen, 4 Winterreifen, Räder. So, und die 4 davon sind immer eingelagert, 4 sind auf dem Auto und damit ich die nicht verwechsle, später auf der richtigen Achse und auf der richtigen Seite montiere, also einfacher geht's nicht. Das stecke ich mir jetzt einfach oben drauf. Guck, und so, da kann auch Wind und Wetter kommen. Das wird nicht weggewischt. Ja, das wird auch nicht aus Versehen weggewischt, sondern das bleibt da. Und so erkenne ich immer wieder, welches Rad wohin gehört.
Das finde ich traumhaft. Vor allem für 4,70 Euro ja. unter 5 Euro mit der Bestellnummer NX305159 sollte es einfach mit in den Warenkorb kommen. Zumal ich auch weiß, dass viele von Ihnen auch nachschauen werden, wo die Kreide überhaupt ist. Und da zahlt man ja auch dann wieder 5 Euro. Also, greifen Sie zu, dann wünschen wir Ihnen eine gute und eine sichere Fahrt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Räderwechsel bei Ihnen zu Hause. Und wir hoffen, dass Ihnen das so viel Spaß macht, dass Sie das auch noch gleich beim Auto Ihrer Liebsten machen werden. Und das wirklich hier mit kein bisschen Anstrengung, weil eben alles so schön einfach ist. Also, fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut durch den Winter und rüsten Sie jetzt Ihr Fahrzeug nach mit dem Räderwechsel, den Sie selbst ohne Termin von zu Hause aus machen. Wir wünschen viel Spaß.